Guten Tag, ich bin Herr Hase und ich heiße euch willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Zelda Majora's Mask. Ich habe mal in die Lösung geguckt, also ein kleines bisschen reingespiekt und habe in den letzten Zielen, die man ansteuern muss oder sollte, gesehen, dass wir alles richtig gemacht haben. Wir haben die Schnuppermaske geholt, die Prima-Maske, die Hasenmaske jetzt. Also wir waren immer richtig. Ich habe einige Dinge vergessen und ich war auch richtig, als es zu den Bergen ging. Nur hätte ich weitergehen sollen oder ein bisschen genauer hingucken. Und mir hat noch was gefehlt, das ich nachher noch kaufen werde. Und dann geht's steil. Dann geht's in die Berge. Ab in die Berge. Der Berg ruft. So, da ist die Milchstraße, Dämmerwald, Sümpfe. Als erstes gehen wir hier hin, denn wir haben jemanden vergessen. Jemanden ganz wichtigen. Uiuiuiui, der wird sauer sein. Da gibt's Backpfeifen. Ja, wie gesagt, ich habe so die letzten zwei, drei Schritte mal angeguckt in der Lösung. Und ich war sehr zufrieden. Also ich meine, wir haben alle Orte mal erkundet, wo wir hätten sein müssen, sein sollen, sein dürfen. Ist der Sumpf noch giftig? Testen Sie mal. Obwohl, nee, der ist ja nicht vergiftet hier. Wir sind eh falsch. Ja, wie gesagt, wir haben die optionalen Masken jetzt alle mitgenommen. Soweit ich gesehen habe. Also, alles gut. Wir sind auf den richtigen Wegen. Mit Schwingen auf den richtigen Wegen. So. In meinen Notizen steht das Skulpturhaus. Aber das würde ich dann doch nochmal ein bisschen verschieben. Bis wir noch einen Gegenstand haben, der uns ein bisschen was erleichtert. Aber hier haben wir noch jemanden vergessen. So, einmal Deku. Und ich weiß auch nicht genau, wo die Person ist. Ich weiß nur, irgendwo hier muss sie sein. Die Sümpfe sind auch wieder vergiftet. Das kommt man hinten wieder raus. Oh, hier kommt irgendwas angeflogen. Oh, das ist der letzte Arm, sehe ich gerade. Ich hatte gerade so kleine Lags oder kleine Stutter in meinem Spiel. Ist das vielleicht ein Fehler jetzt, dass ich... Ne, wir machen das jetzt noch. Und ich hoffe, die Feen sind noch bei uns. Uiuiui. Wenn nicht, muss ich die nochmal einsammeln. Das würde ich dann aber wirklich machen. Und... Das würde ich dann wirklich machen und nicht aufnehmen extra. Oh Mann, ernsthaft. Hau ab. Verpuzzel dich. Ja, ihr wisst ja schon, wo ich hingehe. Ich muss zur großen Fee. Und ich muss irgendwo hier sein. Oh nein. Ich weiß nur nicht genau wo. Leider. Oh nein, 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 nein. Oh Mann, ey. Das ist eine Last hier. Das ist noch eine Truhe. Akrobatisch, praktisch gut. Ruhe. Oh. Eine Special-Ruhe. Ein Herzteil. Abgeschossen. Ciao. Du blödes Mist. Entschuldige mich. Wo ist dieser Schrein?
Ja, komm doch her, komm. Ist der Schrein da drüben? Der ist da drüben. Er ist da drüben. Er ist da drüben. Da ist der Schrein. Oh, ich wurde gebaitet. Ich wurde betrogen. Oh Gott, ich wurde geschubst. Oh. Ist doch nicht wahr, oder? Komischerweise, wir verlieren keine Herzen oder so. Also, alles gut. Ab. Einmal rüber. Jetzt sind wir endlich da. Geben die Feen ab. Alles wird gut. Und ich hoffe, wir haben die Feen auch. Das wäre tragisch, wenn nicht. Junger Freund, bitte höre mein Flehen. Finde die Feen, die im Bauch des Dämmerwald-Tempels gefangen sind. Sie sind von gleicher Farbe wie wir. Bring sie hierher zurück. Oh Gott, nein. Oh nein. Nein, 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 no, 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 no. Ich hab's verdient. Das ist meine Strafe dafür, dass ich die Fee vergessen hab. Okay. Na, komm näher. Nee, weißt du was? Ich wollte die Truhe noch holen, aber... wir drehen die Zeit zurück. Ich gehe in den Tempel rein und ich würde sagen, ich überspringe das mal. Ich überspule das. Hä? Hä? Na also, ich überspringe mal die Stelle, wo ich die ganzen Feen einsammle, denn das habe ich ja eigentlich schon gemacht. Also man hat ja gesehen, wo ich alles war. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich die Feen habe. Tschüss.
So, wir sind zurück im Business und ich habe festgestellt, ich musste den ganzen Dungeon nochmal machen. Jeden Schlüssel finden. Jede Tür öffnen, jedes Rätsel nochmal machen, jede Fackel anzünden. Ich habe 2 Nebenbosse gemacht. Und jetzt habe ich alle Feen gesammelt. Und gebe sie ab. Oh, starker junger Freund, ich bin die große Fee der Kraft. Habe Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Dank lehre ich dir diese neue Schwerttechnik. Mein Kopf ist so schwer, weil er so groß ist. Du hast die Wirbelattacke erlernt. Drücke und halte B, um deine Waffe mit Magie aufzuladen. Lässt du B los, entfesselt deine Klinge einen mystischen Wirbel. Um die Attacke noch schneller auszuführen, bewege WIP einmal im Kreis und drücke B. Besuche mich wieder, wenn die Strapazen deiner Reise zu schwer auf deinen Schultern lasten. Ich werde niemals wieder in den Sumpf kommen. Nie mehr. Wusch. Und jetzt überlege ich gerade, ob im Sumpf nicht noch irgendwas war. Abgesehen von dem Foto zum Beispiel, was ich schießen konnte. Lied der Schwingen. Oh, da fällt mir was ein. Ich glaube, da fällt mir was ein. Tatsächlich können wir den Affen am ersten Tag retten. So, ich hoffe inständig. Ich hoffe inständig, dass wenn ich mich jetzt zum Bossraum teleportiere, dort nicht der Boss auf mich wartet. Aber ich befürchte es halt. Ich glaube wirklich, der Boss steht da und wartet auf mich, wenn ich jetzt hier reingehe. Ja. Das ist eine Falle. Das ist sowas von eine Falle. Ich gehe hier rein, da wäre ich das direkt da. Schlägt mir den Kopf ab. Fertig. Ende. Es ist kein Portal da. Ja. 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 Auf ein neues. Und das war einzigartig in diesem Spiel. Einmal die Gnadenlosigkeit, dass wenn du die Feen nicht abgibst, dass es dann vorbei ist und du kannst die Boss halt nochmal sehen. Ich erinnere mich auch, dass es einen Boss gab, den ich geliebt habe, zu vernichten. Also ein Endboss aus dem Tempel. Den habe ich so gerne gemacht. Und ich erinnere mich, dass ich deswegen auch die Zeit wiederholt habe. Extra seinetwegen. Einfach. Und das alles nur, um das Foto von der Prinzessin abzugeben. Mit dem Ergebnis. Oh nein. Eine neue Attraktion. Geht zum Schalter. Ist die da? Nee, ist nicht da. Uff. Okay. Auf nach Unruhestadt.
Ich habe jetzt so viel rumgeeiert. Mal sehen, was ich alles rausschneide. Auf jeden Fall das Suchen der ganzen Feen. Und den letzten Bosskampf. Ich glaube, das muss keiner sehen. Also der Bosskampf ging super aus. War auch super leicht, aber... haben wir halt alles schon mal gesehen, ne? So. Es ist die Nacht des ersten Tages. Ich würde tatsächlich... Oh, da fällt mir was ein. Wir können ja ein schlimmes Verbrechen verhindern. Hoffe ich. Das ist jetzt, oder? Nacht des ersten Tages. Bist du hier, du kleiner Ganove, du Gauner? Er ist hier. Oh, er ist hier. Wir können actually der alten Dame helfen. Ist das nicht großartig? Wir machen ganz kurz das hier schneller. Ballade des Kronos. Normaler Zeitfluss. Jawohl. Und jetzt heißt es warten. Wenn das zu lange dauert, dann werde ich es rausschneiden natürlich. Ansonsten werden wir jetzt einen miesen Verbrecher schnappen. Und dann bekommen wir etwas, was wir tatsächlich sogar brauchen für die Berge. Gut, weißt du was? Ich warte jetzt hier und schneide es raus, bis die alte Dame kommt. Da hinten steht er, der Verbrecher. Also wir sehen uns dann. Bis gleich. Oma, du musst aufpassen. Hier laufen zwielichtige Gestalten rum. Lalalala. Hallo, Großmutter. Her damit. Autsch, pass auf. Dieb, gib einer alten Dame sofort ihre Tasche zurück. Wir haben das gleich. Ups. Und da denkt man immer, dass so etwas nur anderen Leuten passiert. Jetzt habe ich aber meine Lektion gelernt. Oh nein. Ich habe den getötet. Also buchstäblich ermordet. Und ich habe gehofft, dass wir in unserem Laden nun endlich größere Bombentaschen anbieten könnten. Es ist ein Jammer. Oh nein. Das war ein richtiger Fehler. Oh shit. Okay, in der Geschichte von Zelda, also abgesehen von Endbossen und so weiter, und Gegnern, bla bla, aber das hier ist, glaube ich, das einzige Zelda, wo man wirklich einen Menschen ermorden kann, wenn man ihn abschießt. Und das ist der Bombentyp. Der stirbt dann, er ist weg, er ist tot. Er ist nur noch ein Blutfleck an der Wand. Also, im übertragenen Sinne. Oje, 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 oje. Das haben wir jetzt richtig verkackt. Aber ich wusste es auch gar nicht mehr. Eieieiei. Okay. Oh. Also in der Stadt gibt es jetzt andere Läden, die noch offen sind. Die da tanzen. Post ist zu. Zur Lotterie würde ich am nächsten Tag mal gehen. Ach du Schande. Okay. Herzlich willkommen. Waren betrachten? Bombis? Bombentasche. Diese speziell angefertigte Tasche ist aus dem Magen eines gewissen Monsters gemacht. Besuch uns bald wieder.
Ich habe zu wenig Geld mit. Und ich weiß nicht, ob es die Tasche ist, aber wir bekommen auf jeden Fall eine Tasche geschenkt. Wenn wir der alten Dame helfen. Was wir gemacht haben, war ja keine Hilfe, das war ja eine Exekution. So, hier sind wir beim Kuriositätenladen. Ein sehr dubioser Typ. Nur herein. Heute Nacht habe ich nichts zu verkaufen. Ich scherze nicht, aber hast du was für mich? Ich lasse es mich auch was kosten. Zeig's mir mit. Wir haben nichts, oder? Wir haben ein tolles, wir haben ein Foto. Hier. Nein, 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 nein. Das werde ich hier nicht los. Kann ich das verkaufen? Sowas? Nein, 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 nein. Also der will was ganz Besonderes haben. Dann nicht. Komm bald wieder vorbei. Der Mann vom Kuriositätenladen. Er ist ein zwielichtiger Geselle. Wird jetzt hier stehen bestimmt. Kauft und verkauft bei Nacht Hehlerwaren. Zwielichtig. Oh, was haben wir jetzt abgeschlossen? Die Bombe? Haben wir fertig? Nachwuchspreis. Preis für exaktes Timing. Haben wir gemacht. Preis für, ja, okay. Grog haben wir abgeschlossen. Hasenohren, Hühnerschuppen. Verwandlung der Küken. Guru Guru. Wir haben seine Beichte abgenommen. Selbstverständlich. Und ich weiß auch wieder, wie das Lied ging, was er gespielt hat. Es ist zwar die erste Nacht. Wir können ja mal hingehen und ihm das vorspielen. Ich weiß es wieder. Ich hab's physisch hier. Ja, weiß Bescheid, oder? Wir gehen mal hin. Wir gucken mal. Also um in die Berge zu kommen, brauche ich auf jeden Fall Bomben. Das sind die Gegenstände, die ich brauche. Und die Bombentasche hätte es mir halt wirklich erleichtert. Aber ich habe es ein bisschen verkackt. Muss ich zugeben. Schießstand. Gehen wir auch noch hin. Ach, zu... ins Labyrinth. 6 bis 10. Ach, es ist halt alles zu, ne? Weil jetzt ist halt Mitternacht. Schon 2. Schießbude. Schade. Schade, schade, schade. Schade, Schokolade. Nee. Sag mal. Das war jetzt wirklich meine Schuld. Also es lag nicht an den Tasten oder so, weil die Tasten habe ich auch wieder umgestellt. Tutto bene. Tutti. Frutti. Was rede ich da? Okay. Die Akrobaten. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Denn wir haben die Hasenohren. Und hier durch das Labyrinth zu kommen, ist viel, viel leichter mit dem, mit den Hasenohren. Oh, ist das niedlich zum Anknabbern. Ja, das bin ich. Ach, ich darf die gar nicht tragen. Komm rein. Oh, sammelt der Kleine bei Masken. Wie wär's, wenn du spielen? Für dich kostet es 20 Rubine. Wenn du es bis zur Schatztruhe schaffst und sie innerhalb des Zeitlimits öffnest, erhältst du einen speziellen Preis. Deren Inhalt selbst ist nur der halbe Spaß. Bist du bereit? Mal gucken, ob ich die aufsetzen kann. Ab ins Labyrinth. Yay, es geht.
mit Hasenohren. Okay, wir können sie aufsetzen. Es ist viel, viel leichter mit der Maske. Wir nähern uns. Und wir haben's. Und wir haben nur ein bisschen gecheatet. Purpurner Rubin. 50 Rubine gibt's dafür. Cool. Haben wir geschafft. Na, hast du dich amüsiert? Noch ein Versuch? Bekomme ich jetzt immer wieder Rubine? Ja, das hat er muss, ja. Andererseits, wenn ich jetzt immer weiter Rubine looten, ich habe eigentlich gedacht, dass hier was anderes kommt beim nächsten Mal. Okay, sie steht woanders. Wo sind wir hier falsch rein? Alter, wie ich durchmarschiere. Hier geht's zu. Also hier lang. Oh, jetzt wird's eng. Ich suche einen anderen Eingang. Ja, der ist es. Der ist es nicht. Mist. Das war so ein Durchmarsch und jetzt hänge ich komplett fest. Pech gehabt, die Zeit ist um. Naja. Noch ein Versuch? Nö. Ich hatte den Verdacht, dass beim dritten Mal vielleicht was anderes kommt. Wir schauen dann nochmal rein irgendwann. Das sind beide Schießstände. Da traue ich mich irgendwie nicht ran. Noch nicht. Erst aber 8. Ist der Bürgermeister. Das heißt probieren. Soll ich einfach hier reingehen und es machen? Ich glaube, wir haben einen Besuch, Liebling. Ob das wohl ein Kunde ist, Schätzchen? Doch, soweit ich erkennen kann, hat er gar keine Bombentasche, Liebling. Oh, dann kann er heute gar nicht mitspielen. Da bist du privat schon so miteinander verbunden und dann musst du auf Arbeit noch hier rumschnurren. Schießbude. Warum magst du nicht einen Versuch, wenn du glaubst, du bist gut genug, Söhnchen? Schon unsympathisch. Ah, probier ich. Also gut, Söhnchen, die Regeln sind einfach. Triff innerhalb des Zeitlimits so viele rote Ziele wie möglich. Triffst du ein blaues Ziel, verlierst du Zeit. Pass also auf. Dir stehen unendlich viele Pfeile zur Verfügung. Machen wir wieder mit unserem Machine Gun, unserer Machine Gun Strategie. Rekord liegt bei 39. Gelingt es dir, diesen Rekord zu brechen, gewinnst du einen geradezu spektakulären Preis. Viel Glück. Okay. Na, los geht's. Maschine Gun Technik. Hopp. Oh, das ist noch einer. Oh, ist doch knapp. Fast abgeschossen. Das Vieh. Okay, Maschinengun-Technik ist hier nicht so gut, glaube ich.
Okay. Ah, uncool, uncool, uncool. Sie hält nicht, alles klar. Oh nein, das war knapp. Oh, das ist so knapp, das ist so knapp. Adrenalin. Oh, mir fehlen 4. Du hast 35 Treffer erzielt. Oh, das ist leider nicht gut genug. 5 meine ich. Wie er lacht, oder? Wie er lacht. Ach was, du willst nochmal? Du kannst spielen, solange du willst. Vorausgesetzt, du hast genug Rubine. Hat Link gerade gegähnt? Nein. Na gut, dann lass es halt. Dann lass es halt. Versuch es doch nochmal. Entschuldigung. Sorry. Wir kommen wieder. Ups, falsches Zimmer. Ich trödel schon wieder rum, ne? Ich wollte die Bombentasche kaufen. Geht das nicht? Darf ich das nicht? Ups. Jetzt habe ich den ganzen Mist gemacht, dass das doch nicht... Dass das doch nicht klappt. Bei Ocarina of Time, also dem Vorgängerspiel, muss man eben das vorspielen. Da klappt es direkt. Also gut. Autsch. Ich reise jetzt zurück. Werde die Oma abfangen. Und werde es bis dahin schneiden. Weil wir werden auf jeden Fall noch einen Stadtbummel machen, aber halt einen, wo wir alles haben, wo wir wissen, wo wir hin müssen. Ja, da werde ich dann hier warten und werde das reinschneiden. Also eine Sache könnte ich noch machen, tatsächlich. Und zwar die nächste Lottozahl raussuchen. Halt, da geht's rein. Zehn Rubine, Lotto, blablab. Wie wär's? Jupp. Ja. Zahl ist egal, weil wir wissen es halt wirklich nicht. Raten bringt nichts. Die Musik, ne, die ist immer so mitreißend. Deswegen summe ich ab und zu mal mit. So ganz nostalgisch. Ja, da können wir doch sogar alle Lottozahlen aufschreiben. Ja, das mit den Lottozahlen ist halt super einfach zu lösen. Die Bekanntgabe ist, deine Glückszahl lautet 111, Treffer der heutigen Ziehung sind 131. Ui. Interessantement. Pech gehabt. Wenn du noch ein Los kaufen willst, dann komm morgen früh wieder. 131. Alles klar. Kann ich mir so lange im Kopf behalten, ansonsten ist es ja ein Video. Mit der Bombentasche, das nervt mich gerade.
So, ich hole mir jetzt die nächsten Lottozahlen noch. Dann wird zurückgereist. Und dann werden wir wie Terminator aus der Zukunft kommen und Oma retten. Oma Connor. Dämmerung des letzten Tages. I'll be back. Give me your bomb back. Mach ich. Ups. 111. Meine Glückszahl. So, dann haben wir alle Zahlen. Mit dem Lotto jeden Tag abräumen. Ja, dann haben wir die Bombentasche und mit der können wir dann endlich in die Berge gehen. Und dann, aber wirklich, dann geht's ab in die Berge. Keine Ausflüchte mehr, keine Abkürzungen mehr, keine Shoppingtouren vorerst mehr. Hm. 775. Okay. Pech gehabt. Wenn du noch ein Los kaufen willst, dann komm morgen früh. Ja. Dafür wird es dann zu spät sein. Okay, ich reise jetzt zurück. Und schneide es rein, wenn die Oma kommt. Also, wir sehen uns gleich. Bis dann. Diesmal schaffen wir's, wir fliegen nämlich gut. Oh, das war schon knapp. Das war ein bisschen schneller hier. Oh ja. Schuss! Das hat gesagt 1,15, 1,50, 1,30, keine Ahnung. Zahlen schmalen. Alter, ich fliege fast immer von der Kante rüber. Keine Eile, wir haben genug Zeit. Noch. Oh Gott. Oh Gott, ich hab gepanickt. Oh mein Gott. Gut, es ist vorbei. 1,13. Wow, ein neuer Rekord. Nimm dies. Ein purpurner Rubin. Das muss ich mir notieren. Wie war dein Name, Kindchen? Link, ein höchst ungewöhnlicher Name für ein Deko. Schau morgen nochmal rein, falls du es einrichten kannst. Warum? Ist da was anders? Haben wir noch mitgenommen. Schön. Ich hab nur Rubine, aber man weiß ja nie. So, zurück zu Oma. Auf die warten wir jetzt und ich schneide dann rein, wenn es weitergeht.
Bis gleich. Autsch, pass auf! Halt, Dieb! Gib einen alten Dame sofort ihre Tasche zurück! Komm her, du! Schlawiner! Komm her! So, jetzt hau ab! Aber ganz zackig, zackig! Doch! Ich stech den Popo! Stich! Husch, hau ab! Ah, gut gemacht, Soldat! Bist eine echte Hilfe! Ich danke dir, du hast dich vertrieben. Jetzt können wir in unserem Laden endlich größere Bombentaschen anbieten. Vielleicht stelle ich sie so schon morgen ins Schaufenster. Ich muss dir wohl danken, dies ist zwar eine gefährliche Maske. Maske? Aber du kannst damit auf dem Karneval dein eigenes Feuerwerk machen. Wie bitte? Du hast die Kabum-Maske erhalten? Drücke, um sie aufzusetzen, drücke. Erschüttert ein ordentlicher Wumms deine Umgebung. Ein Teil deiner Energie? Aha. Danke, dass du mir geholfen hast. Pass auf dich auf. Du hast das Gepäck der alten Dame beschützt. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Interessant, es gab eine Maske dafür. Ich dachte, die schenkt uns eine Tasche. Eine Bombitasche. Nee, stopp. Okay. Cool. Ja, würde ich sagen, nehme ich ein bisschen Geld ab. Hol mir die Bombentasche und dann geht's aber mal richtig ins Abenteuer wieder. Zurück in die Wildnis, in die Natur. Also die Bombenmaske erspart uns Bomben zu kaufen oder mitzunehmen. Aber wie schon gesagt wurde, die kostet uns Leben. Das kann man nicht immer machen. Das geht halt nicht immer. Aber wir testen die später mal. Na? Willkommen, diese Maske. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Wie man sieht, die reagieren sogar auf die Masken. Es ist so cool, oder? Große Bombentasche, 90. Ja, müssen wir noch mal was abheben. Ich komme wieder. So uns bald wieder. Setzen wir lieber ab. Okay, brauchen wir noch ein bisschen Geld. Holen wir uns. Bup, 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 bup. Abheben. Entschuldige bitte, aber lass mich einen Blick auf dich werfen. Wir haben jetzt die ganze Folge versucht, die Bombentasche zu erringen. Endlich ist es soweit. Nun. 30. Zu dieser unmenschlichen Stunde wird für alle Abhebungen eine Gebühr von 4 Rubin verlangt. Gebühr? Verwenden Sie mit Bedacht. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt derzeit 242. Komm zurück, wenn du ein paar Reichtümer angesammelt hast. Wie frech. Die Gebühr? Sind wir hier im Kapitalismus oder was? Willkommen. Große Bombentasche, 90 Rubine. Du hast die große Bombentasche erhalten. Du kannst nun bis zu 30 Bomben mit dir führen. Herzlichen Dank. Sind da schon Bomben drin? Hoffen wir doch. Große haben wir. Krabbelminen holen wir uns später. Ja, und ich glaube, diese Corona verkauft uns auch diese ganz große. Hallo, du wirst sicher ein Pulverfass kaufen, oder? Nur unter uns, ich verfüge über eine riesige Bombe, die nicht mal in diesen Laden passt. Oh, aber die Ware ist so schwer, ich bezweifle, dass du sie tragen kannst. Entschuldige, dass ich überhaupt damit angefangen habe. Ja, da sind wir noch nicht stark genug. Dann müssen wir noch ein bisschen Spinat essen. Du.
So, ich weiß nicht, wie weit die Folge ist, da ich ja ein bisschen schneiden werde. Was das Sammeln der Feen angeht, das Abgeben der Feen, das Warten auf Oma. Ich habe also keine Ahnung, wie weit wir jetzt in der Zeit sind. Wir haben schon so viele Masken. 5 Nebenmasken. Ja. Und falls ich die Folge jetzt beende, dann wünsche ich euch schon mal einen schönen Tag. Einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge zu Zelda Majora's Mask. Und dann geht's in die Berge. Juhu! Ciao. Ich freue mich.